Hey Girls und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Vivian Willen von Willen TV und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Augenbrauen abdecken könnt mit Klebstift. Ich habe selbst über die Jahre verschiedenste Techniken ausprobiert und in diesem Video möchte ich euch zwei Techniken vorstellen, mit denen es garantiert ohne Bröckeln und Bröseln oder Risse funktioniert. Selbst bei sehr buschigen Augenbrauen. Bevor wir richtig durchstarten, möchte ich dich noch bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das nicht eh schon getan hast. Ganz wichtig, drück auch auf das kleine Glöckchen neben dem Abonnieren-Symbol, denn nur dann wirst du auch bei jedem neuen Video, das ich hochlade, informiert. Okay, was braucht ihr alles zum Augenbrauen abdecken? Zuerst einmal einen Klebestift. Ich verwende Elmer's Washable School Glue Stick in Disappearing Purple. Und der hat drei Vorteile gegenüber deutschen Klebestiften. Ihr kennt das vielleicht, deutsche Klebestifte sind meistens sehr dick und bröselig und krümelig, also eine sehr feste Konsistenz. Der Elmer's Klebestift hat dagegen eine sehr weiche, geschmeidige Konsistenz, wie eine Lippenpomade, könnt ihr euch das vorstellen, oder wie so ein Labello-Stift. Das wäre Vorteil Nummer 1. Vorteil Nummer 2, der Elmer's Washable School Glue Stick ist, wie der Name schon sagt, abwaschbar. Damit tut ihr euch viel leichter beim Abschminken und es ist auch sehr verträglich für die Haut. Dritter Vorteil gegenüber deutschen Klebestiften von Pritt und Co. ist, Elmer's Washable School Glue Stick Disappearing Purple ist lila und wird transparent, wenn er angetrocknet ist. Das gibt es zum Beispiel in Deutschland auch von Uhu, wenn ich mich nicht sehr täusche, aber da ist die Konsistenz halt wieder sehr, sehr dick und krümelig. Der Vorteil an der verschwindenden Farbe ist einfach, dass ihr wirklich sicher wisst, wann ihr weiter schminken könnt. So, das war der Klebestift. Was braucht ihr noch? Zweitens, einen alkoholhaltigen Toner oder puren Reinigungsalkohol, also Isopropanol. Damit machen wir zwischendurch immer außenrum sauber, damit sich nicht erst so eine harte Kante bilden kann. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr das schon mal selber ausprobiert habt. Dann steht gerne so eine Kruste um die abgedeckte Augenbraue herum. Und indem wir die mit einem Wattepad und Alkohol oder einem alkoholhaltigen Toner auflösen, wird das ein sehr viel weicherer und feinerer Übergang. Drittes und letztes wirkliches Produkt, das ihr braucht, ist der Augenbrauensiegler von Kryolan. Das ist ein Versiegler für die abgedeckte Augenbraue, ist eigentlich aus dem Eyebrow-Kit von Kryolan, das mit deren Augenbrauenwachs zusammenkommt. Ich würde euch empfehlen, kauft den alleine, das Augenbrauenwachs braucht kein Mensch. Und dann brauchen wir noch viertens eine Zahnbürste und ich würde euch empfehlen, so eine ganz einfache, billige Zahnbürste zu nehmen, die richtig schön steinhart ist und auf der Rückseite flach. Dann braucht ihr natürlich noch transparenten Puder, um das Ganze abzupudern und einen Spatel. Der ist nicht unbedingt notwendig. Man kann auch die glatte Rückseite der Zahnbürste verwenden, aber mit so einem Spatel geht das wesentlich einfacher. Sowas gibt es in der Apotheke zum Beispiel. Ich finde den breiten und vor allen Dingen auch mit der runden Kante sehr, sehr praktisch und würde euch sowas empfehlen. Okay, das sind unsere Produkte oder beziehungsweise alles, was ihr mal dafür braucht. Und jetzt kommen wir zu den zwei verschiedenen Techniken, die ihr anwenden könnt. Erste Technik, ich trage einfach mehrere Schichten von dem Elmer's School Glue Stick auf. Eine Schicht, die erste Schicht, und das gilt für beide Techniken, einmal kreuz und quer und dann die Haare hochkämmen mit der Zahnbürste und dann mehrere weitere Schichten, die wir von unten nach oben auftragen, um die Augenbrauen so richtig glatt anzudrücken. Zum Schluss kommt dann der Augenbrauensiegler von Kryolan drauf und das wäre die erste Technik. Bei der zweiten Technik machen wir an sich das Gleiche, mit dem einzigen Unterschied, dass wir zum Schluss eine dicke Schicht mit dem Spatel auftragen. So, genug geredet und jetzt geht's auch direkt los mit dem Tutorial. So, zuerst entfette ich einmal die Haut unter den Brauen und auch um die Augenbrauen herum, damit der Kleber im Anschluss wirklich hält. Sonst kann es nämlich passieren, dass der sich so stellenweise ablöst, wenn die Haut darunter fettig oder schwitzig wird. Ich verwende dazu einen alkoholhaltigen Toner, nämlich den Blue Herbal Toner von Kiehl's.
Ihr könnt aber auch puren Alkohol, also Isopropanol, nehmen. Im nächsten Schritt trage ich die erste Schicht Elmer's School Glue horizontal auf den Augenbrauen auf. Gehe da mehrmals drüber, dass richtig schön Kleber auf der Braue liegt. Und dann nehme ich meine Billigzahnbürste und kämme die Härchen wirklich mit Kraft nach oben. So lange, bis ich schon merke, dass die Haare anfangen anzukleben und sich nicht mehr von alleine zu lösen. Dann drehe ich die Zahnbürste und verwende die glatte Rückseite der Zahnbürste, um die Härchen noch einmal richtig anzudrücken. Dann lasse ich diese erste Schicht so für 2 bis 3 Minuten trocknen. Das gilt auch übrigens für jede weitere Schicht. Man spürt das ganz gut, wenn der Kleber trocken wird. Außerdem sieht man es auch, wenn die Farbe wirklich ganz transparent ist, man wieder seine Augenbrauen durchsehen kann, dann kann man mit der nächsten Schicht fortfahren. Dann trage ich die zweite Schicht Klebstift auf, von unten nach oben, und gehe über alles 2 bis 3 Mal drüber, bis alles sehr schön lila aussieht. Das lasse ich dann wieder 2 bis 3 Minuten trocknen und in der Zwischenzeit entferne ich die krustigen Kanten, die sich um die Augenbraue vom Klebstift gebildet haben, mit einem Wattepad und dem Toner, den wir vorher schon verwendet haben. Als nächstes wiederholt ihr diesen letzten Schritt 2 bis 3 Mal, also 2 bis 3 Schichten, die ihr vertikal von unten nach oben auftragt und dann immer 2 bis 3 Minuten trocknen lasst und mit einem Wattepad mit Alkohol oder Toner außenrum die Kanten ausglättet. Ich habe das nun in der Zwischenzeit schon einmal gemacht und komme jetzt zu der dicken Schicht von Technik 2. Wenn ihr euch für Technik 1 entschieden habt, könnt ihr diesen Schritt überspringen. Für die dicke Schicht schneide ich mit meinem Spatel ein Stück von meinem Klebestift ab und homogenisiere den Kleber mit dem Spatel, indem ich ihn richtig glatt auf dem Handrücken ausstreiche. Dann sammle ich den Kleber mit dem Spatel wieder zu einer kugelförmigen Form auf. Das sollte ungefähr so eine Erbsen- bis Haselnussgröße sein und trage ihn auf der Mitte der Augenbraue einmal über die ganze Länge der Augenbraue auf. Um das dann auszuglätten, setze ich mit dem Spatel an der Unterkante an und ziehe mit einer flüssigen Bewegung von unten nach oben über die dicke Schicht und lasse sie so auf beiden Seiten in die Haut übergehen. Das alles sollte sehr schnell passieren. Wenn ihr zu lange wartet, wird der Kleber zu klebrig und klebt an eurem Spatel fest und ihr reißt auch wieder damit Löcher in eure dicke Schicht. Deswegen wirklich einmal kurz auf der Augenbraue auftragen und dann sofort glatt streichen und auch nicht noch mehrfach drüber gehen, denn sonst ist die Gefahr zu groß, dass ihr euch wieder Löcher in diese Schicht reißt. So, diese letzte dicke Schicht ist nun durchgetrocknet. Jetzt kann ich nochmal die Kanten des Klebers mit Toner bzw. Alkohol auflösen. Dann pudere ich einmal alles mit Transparentpuder ab, um zu sehen, wo vielleicht doch noch außerhalb der Braue so eine Kleberkruste ist, und entferne dann an diesen Stellen die Kruste noch einmal. Dann pudere ich es nochmal ab und diese beiden Schritte könnt ihr so oft wiederholen, wie ihr möchtet, bis ihr wirklich sicher seid, dass der Kleber nur noch direkt auf der Augenbraue ist und alles andere sehr schön glatt aussieht. Im nächsten Schritt kann ich nun den Augenbrauensiegler aus dem Eyebrow Design Kit von Kryolan auftragen. Den Siegler trage ich nun einmal dünn über die ganze Augenbraue auf, nur eine Schicht, das heißt 2-mal eintauchen und den Pinsel an der Flasche abstreifen, einmal für den vorderen Teil der Augenbraue und dann noch ein 2. Mal ins Fläschchen eintauchen für den hinteren Teil der Augenbraue. Achtet bitte dabei darauf, dass alle Partien der Augenbraue gleichmäßig abgedeckt sind und nicht irgendwo in den Rillen zwischen den Härchen oder in den Poren irgendwo eine Lücke bleibt. Den Siegler würde ich euch auch für beide Techniken empfehlen, denn damit wird eure Augenbraue wasserfest und es können keine Risse entstehen oder sich Brösel bilden. Den Siegler lasse ich auch 2 bis 3 Minuten trocknen, dann pudere ich ihn mit Transparentpuder ab und löse auch hier die Kanten des Sieglers noch einmal mit Toner auf. Jetzt könnt ihr die Augenbrauen abdecken. Ich verwende dazu einen Beauty Blender und den TV Paint Stick von Kryolan in der Farbe 3W. Man kann auch direkt mit dem Paint Stick auf die Haut gehen. Ich bevorzuge es aber,
ein bisschen Farbe mit dem Beauty Blender aufzunehmen und dann auf die Augenbraue zu applizieren. Die Gefahr dabei, wenn man direkt mit dem Paint Stick auf die Augenbraue geht, ist, einen Teil des Abgedeckten wieder herunterzureißen. Wenn man dagegen mit dem Beauty Blender vorsichtig tupft, kann das nicht passieren. Dann pudere ich die Augenbraue ab und wiederhole diese Schritte mehrmals, bis zu dreimal. Ihr habt das vielleicht schon mal erlebt, wenn ihr Augen-Make-up über der abgedeckten Augenbraue aufgetragen habt, ihr unvorsichtig wart und die Braue wieder durchgekommen ist und dann ist es ganz schwierig, das wieder abgedeckt zu bekommen. Deswegen decke ich die Augenbraue bis zu dreimal ab, pudere dazwischen immer ab und decke dann einfach nochmal ab. Damit sind so viele Schichten Camouflage zwischen eurer echten Augenbraue und dem Lidschatten, dass die Augenbraue nicht mehr durchkommen kann. Und so sieht dann das Endergebnis aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir doch einen Daumen hoch hier unten. Und außerdem würde ich gerne von euch wissen, welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit Augenbrauen abdecken? Welche Techniken habt ihr ausprobiert? Und was sind eure Must-Have-Produkte zum Augenbrauen abdecken? Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann klickt doch einmal ganz schnell hier. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieser sexy Look funktioniert, dann schaut euch doch hier das Video von letzter Woche an. Ich bin Vivian Willen und ich wünsche euch einen tollen Tag und viel Spaß beim Nachschminken. Bis zum nächsten Mal bei Willen TV, bei Vivian Willen. Bye!